Ich bin bereit. Ich bin bereit und er geht. What the fuck? Ich bin bereit. Bye. Okay. Okay. Ist das schon ein Meme? Muss ich schon lachen? Ja. Ja. Wir sind okay. Memes. Und damit ein wunderschönes zu Memes. Memes. Ja. Ja. Ja, wir nur vier haben es geschafft, den Rest mussten wir opfern, aber dafür haben wir wunderschöne Memes bekommen. Es war, ja, natürlich, für die Memes haben wir Leute geopfert. Also, falls es waren Experimente. Falls ihr einen von uns noch haben wollt, schickt uns einfach Memes. Wir würfeln dann aus, wir tauschen Memes. Ihr habt uns vorher verbal angegriffen. Ihr könnt jetzt uns gegen Memes tauschen auf www.preparetodieshop.de. Genau. Ja. Aber wie viele Memes wären wir denn wert? Das ist die Frage. Also unterschiedlich. Unterschiedlich. Ja, wir wollen jetzt die, das würden wir jetzt nicht sagen, dann drücken wir nur schreibt's den Preis. Schreibt es nicht in die Kommentare. Schreibt es nicht in die Kommentare. Oh, so, seid ihr bereit für das erste Meme? Nö. Wir kennen. Okay. Okay, jetzt kannst du. Okay, alles klar. Okay. Danke. Du brauchst für Omelette ein Ei, eine Pfanne und ein Herd. Richard, okay. Oh. Aber Richard ist so. Aber vielleicht hat er es auch falsch verstanden. Vielleicht ein Omelette ist etwas genau das, was dort dargestellt wird. Vielleicht ist das vielleicht für den reichen Kreisen ist das halt ein Omelette. Ja. Hey, vielleicht hat Richard es komplett richtig gemacht. Das ist, Ich glaube aber, so würde es ablaufen, wenn L'Amour Richard Flirt-Tipps gibt. Und er hat all die richtigen Tools, aber sie werden trotzdem total falsch umgesetzt. Ach du, ich fand es immer noch grandios damals mit L'Amour, dem Doktor und dann bei Richard. Das war großartig. Ja, kann ihm aber nicht vorwerfen. Er ist so reich, okay. Bekommt er immer Ei gemacht. Ja. Also, deswegen. Das von Miss Penelope, ja. Ja, das wünscht er sich. Ja. Wobei ja Penelope jetzt. Sind wir bei der oder bei deiner Analogie jetzt gerade? Also. Das ist eine sehr gute Frage. Übrigens auch für die ZuschauerInnen, Spoiler. Ja, Spoiler. Oh, ja. Was? Yes. Wir wissen nicht, was kommt. Also es kann alles kommen für jedes Franchise, was wir schon durchgenommen haben, was wir noch durchnehmen werden. Wir wissen es selber nicht. Franchise. Ja, aber die Folge mit dem Hühnerei, die war schon krass. Ja, das war schon krass. Das Ei des Huhns. Was war zuerst da? T-Rex dann rausgekommen ist, ja. Was war zuerst da? T-Rex, klar. Ja, das passiert halt, wenn man zu anderen Dimensionen sich teleportiert und dann plötzlich... Erst kam das T-Rex, dann kam das Huhn. Das ist biologisch gesehen vollkommen korrekt. Was kam zuerst, das Ei oder das Huhn? T-Rex. Warum hat der T-Rex die Straße überquert? Es ist immer der Dino. Der Dino gewinnt immer. Oh mein Gott. Okay. Ey, wir sind beim ersten Meme und es ist schon wieder völlig entgleist. Ich weiß nicht, wo wir schon wieder falsch abgebogen sind. Es ist immer, wenn Niklas, Max und ich in der Folge beteiligt sind und nicht so viele Leute da sind, um das auszugleichen, dann... Eskaliert es. Ich erinnere mich. Ich mache immer mit. Steven ist schuld. Jetzt bin ich. Was willst du da? Achso, da? Ja, ihr vergesst immer, ihr spiegelt euch doch selber bei Discord. Ihr müsst dann immer in die andere Richtung zeigen. Ja, das ist richtig. Ja, perfekt. Steven ist schuld. So. Ja, genau, einfach. Macht einfach so. Weil Steven allgegenwärtig ist. Scheiße. Okay, schnell weiter. Ich habe Fortschritte gemacht mit den Dimensionen. Geil. Ich weiß gar nicht, warum diese Reaktion da ist. Also, das kann nur zum Vorteil für uns sein. Mhm. So sieht's aus. Dimension, ich weiß gar nicht, was die alle haben, Professor. Das ist doch alles okay. Es ist doch nie was passiert. Korrekt, wir bauen doch nur gerade unsere kleine Nano-Roboter-Armee auf. Also, es ist doch überhaupt nichts Wildes. Also. Ja. Das wird lustig.
Für uns, für die anderen nicht. Wenn, wenn der Professor meint, es wird etwas lustig, dann... dann lauft. Sind das, ja. Sind das inselfressende Nanobots? Ist erstmal die Frage. Ja, natürlich. Wir müssen... Wir, die Energiezufuhr für die Nanobots sind Inseln. Inseln. Ja. Ich will das einbauen. Erstmal öffne ich erstmal eine Dimension, mit wo einfach nur eine Insel ist. Da fressen die Nanobots die Insel auf. Dann sind sie einsatzbereit für den Kampf. Nein, pass auf, das ist besser. Ich habe die Idee. Das ist, diese Insel müssen wir unter Druck so ganz klein machen, so in Würfel pressen. Und durch die Druck entsteht mehr Energie, Hitze. Und die müssen wir dann abfiltern und dann in die Nanobots. Und dann wir müssen halt ein geschlossenes System nehmen. Und das ist halt eine Insel. Weil wenn wir es einfach aus einem Landzug nehmen würden, das geht ja nicht. Ne? Deswegen müssen eine ganze Insel dann... Also ich bin vollkommen d'accord, solange wir Inseln vernichten. Das, ist alles. Das heißt dann auch, das Finale unserer Story ist dann, wie der Professor und Mechanikus macht hungrig werden bis zum Gehtnichtmehr und wir sie dann bekämpfen müssen, wenn sie probieren, die Welt aufzufressen mit ihren Nanobots. Nur Inseln. Nur in Island. Dum, dum, dum. Maybe. Wer weiß, was kommt. So, machen wir weiter, wa? Ja. Der Tomatensaft ist gerade aus. Wow. Das war viel Tomatensaft. Ist das der Tomatensaft oder das Chaos, was im Flieger entsteht, wenn kein Tomatensaft da ist? Ja. Oder ist, also das ist ja die Frage, wird da gerade Tomatensaft rausgeschüttet, damit der Tomatensaft aus ist, oder ist das Rettungsflugzeug, was gerade Tomatensaft auf ein anderes Flugzeug draufschüttet von oben, so, weil Tomatensaft gerade aus ist? In so einem Cabrio-Flugzeug, damit der Tomatensaft reinfällt. Ja, okay, ja. Klar. Ding. Was fliegst du denn? Ich komme zu einer Durchsage. Nicht so viel Geld wie du. Kommt zu einer Durchsage. Ding, hallo, hier spricht der Captain. Jeder, der Tomatensaft möchte, bitte einmal Glas auf dem Fenster halten. Danke und noch einen schönen Flug. Okay. Das ist auch so das neue Tomatensaftpulver. Das kippt man so rein, dann macht einmal Wasser und dann einmal shaken. Das ist es. Jetzt wissen wir warum. Wenn der Tomatensaft gerade aus ist, dann wird dieses Pulver in den Wolken verbreitet, damit es dann Tomatensaft regnet. Oh. Und dann die Leute unten, es regnet Blut! Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Oh. Chef, ich glaube, unsere Marketing-Idee, wir haben irgendwas falsch gemacht. Da wird so ganz schnell der größte Tomatensafthersteller rollt dann ganz schnell seine Banner wieder zusammen. Das ist eine neue Werbestrategie von Richard gewesen. Richard, der probiert was Gutes für die Welt zu machen. No. Tomatensaft für alle. Richard, mit dem Wasser hat das funktioniert, aber das gleiche mit Tomatensaft. Weil Richard gehört hat, dass es noch zu viele Menschen gibt, die kein Wasser haben. Oh. Tomatensaft über die Länder. Und, was ist besser als Wasser? Tomatensaft. Geil. Oh mein Gott. So und nicht anders wird es gewesen sein. Ja. Mal schauen, was weitergeht so. Glory, habt ihr Fortschritt gemacht, Mechanikus? Check, yes, ja, wir haben Mord. Ja, so habe ich mich gefühlt. Sehr passend, ja. Guck mal, sind da im Hintergrund? Ist das der Professor, der... Rechts im weißen Anzug ist der Professor, der gerade hört, dass er zu einer weiteren Beziehungsmaßnahme muss. Genau. So. Also habe ich das verdient. Ich verstehe das nicht. Da hinten ist Lamour dann, oder was? Ich glaube, das soll Jack sein. Nein, das hier ist Jack. Hier vorne. Nicht da hinten im Hintergrund. Das ist doch nicht Jack. Und dann so, ja! Also links ist Richard. Ja. Achso, das war's schon. Okay. Also, ja, okay. Das war meine Aufgabe. Das war dein Kommentar, alles klar. Okay, danke. Weiter. Was will Janikus und der Doktor eigentlich tun? Oh mein Gott. Das sehe ich jetzt erst. Oh.
Kann man mal sehen, Niklas' Fußfetisch breitet sich jetzt sogar schon auf die Charaktere aus. Mann, ey! Gibt's keinen! Eigentlich ist der Name auch Mechani-Fuß. Inzwischen hätte ich gern einen, einfach nur sagen können, ja, ist so. Das wäre deutlich einfacher. Ich mach weiter. Ja, mach mal lieber. Clarissa, nach Bellonas Verschwinden, My Emotions, wie, gibt es was Neues von Bellona? Die vermissen alle Bellona, oh. Ja, man weiß ja nicht, was mit ihr ist, ne? Tja, irgendwann taucht sie auf und bringt uns alle um. Ich gehe fest davon aus, ja. Und beim Battle Royale. Und unser Special Guest, Bellona! Oh mein Gott! Aber noch, weißt du, einfach in die Arena geschliffen, irgendwie so komplett in Ketten gelegt. Ja, genau. Ketten auf. Wie so Hannibal Lecter, weißt du, so reingefahren durch die Maske. Vielleicht wäre das ja was, dass man Bellonas Blutrausch mit Tomatensaft substituiert. Oh, deswegen! Ah, wo deswegen das Flugzeug. Ja, smart. Mhm. Okay, wir haben Richard alle falsch verstanden und wir dachten, das wäre ein Werbeding. Marketing. Werbeding, finde ich gut. Nehme ich hier. Werbeding. So, Werbding. Der Takanashi? My Ursa Personality TV. Takanashi. Ey, ich hoffe, da auch mal ein bisschen mehr Content zu bekommen mit Takanashi. Ja. Ja. Wir haben jetzt vielleicht die Chance, mehr zu hören. Meint ihr, wir können Erik zu überreden, dass er so ein Solo-Ding macht, wo er nur mit Richard und Takanashi. Oh, das wäre auch lustig. Das hätte ich da nicht richtig Bock drauf. Ich möchte so einen richtigen. Ich möchte das fühlen, das sehen. Ich möchte diese Tragödie. Ja. Dieses Dreiecks-Ding. Ach, ich weiß nicht. Das wär schon lustig auf jeden Fall, ja. Ja, mal schauen. Und das vorne beschreibt aber auch Richard sehr gut, wenn er über Miss Penelope redet. Ja. Ja, so, ne? So vorne gründig so, ja, und dann. Na, Naschi. Oh Mann, geil. Oh. Mr. Finimity, wanna hear a joke? Of course! Knock, knock, who's there? Marry who? Marry me. Oh mein Gott! Oh, das könnte, ja, ja, das könnte Richard versuchen. Ich lieb's. Ja, das fühle ich. Das fühle ich. Oh je. Yeah. Ich werde jetzt Richard nie wieder anders als Edward Cullen sehen können. Oh mein Gott. Wie Scherzeit, wann leuchten sie im Sonnenlicht? Aber dann hat Lamu doch richtig Angst vor Richard, oder? Oh, stimmt. Ja. Oh mein Gott. Und ich dachte, ich könnte ihnen trauen. Steckt unter einer Decke. Mit Takanashi. Takanashi. Und man sieht so im Hintergrund Takanashi immer wieder so einen Flock rausholen. Eigentlich ist Takanashi der Gute, der probiert den Vampir Richard T. Wellington. Ja, genau. Ja. Zu unterwandern. Scheiße, wir haben es. Wahnsinn. Einmal schauen. Wieder auf Hida reingefallen. Wieder einmal. Ja. Hey, Yoshi. Der Bösewicht. Oh mein Gott. Totenstille und Mechanikus lacht. Der Professor hat einen Witz gemacht. Es reimt sich, ich mag es. Wunderbar. Ich verstehe das gar nicht. Meine Witze sind immer brillant. Deine Witze sind die besten, Professor. Dankeschön, na, immerhin einer. Ja, naja, das verstehen die anderen halt nicht. Die sind meistens sehr wissenschaftlich witzig. Das stimmt wohl, das stimmt. Um es anders zu sagen, die Wissenschaft vom Professor ist ein Witz. Boah. Du willst also mein nächstes Experiment sein. Miss Everdeen, how to slap someone through the internet. Ja, Miss Everdeen ist so krass. Würde das Miss Everdeen wirklich machen? Nein. Miss Everdeen macht das. Are you sure about that? Ja, natürlich. Deine ganze Weltverschwörung bricht doch gerade zusammen. Ja, momentan schon. Aber, ja, aber es liegt einfach auch daran, dass Mechanikus durchaus ein Aggressivitätsproblem hat. Das stimmt allerdings. Ich habe kein Aggressionsproblem. Warum bin ich überhaupt hier? Ich möchte, dass das auf meine Akte gestrichen wird. Da werde ich. Nimm dir ein Beispiel an Lilly, wirklich. Also. Beispiel an Lilly. Lilly ist gestört. Die ist kaputt.
War schon früher so. Also ich fand sie sympathisch, muss ich sagen. Nein. Wenn du einfach nur zufällig den gleichen Flummi dabei hattest, wie sie, dann ist sie ausgerastet. Gleiche Flummi. Nein, das wollen wir nicht. Machen wir weiter. Being attractive, being smart, community, reference, being love, glory. Parkour! Oha! Sehr gut. Glory bashing. Ich bin echt gespannt, ob Glory so, wann so die Maske fällt, so richtig. Ja. Also wann so dieser Moment kommt. So. Ich denke mal wahrscheinlich, also meine Vermutung wäre ja beim Battle Royale. Schon, glaube ich nicht. Glaubst du, da fällt schon ihre Maske? Naja, vielleicht, also ich denke mal, dass ja irgendwas bei Battle Royale bestimmt noch passieren wird. Das glaube ich auch. Ich glaube, es gibt kein normales Battle Royale. Ja, glaube ich auch nicht. Ich glaube, da passiert irgendein Chaos-Shit. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht auch irgendwas passiert, dass Glory denn ausrastet oder ausrasten muss oder irgendwie so. Irgendwie ist sie jetzt schon ziemlich labil, die Gute. Ja. Das bricht eh alles zusammen. Wie kann man Mechanikus zum Aggressionsding schicken? Mit Recht. Und wenn jemand was über emotional labil weiß, dann ja wohl Mechanikus und der Doktor. Also ich habe kein Problem damit, ne? Also. Oh Mann, ey. Es wäre so eine andere Szene gewesen, wenn der Doktor dran gewesen wäre. Ja. Ja. War der Teil am Anfang, oder? War er nicht ganz kurz am Anfang, wenn du dann reingegangen bist, hast du gewechselt oder kurz vorher? Ja, schon? Genau. Ja. Irgendwie, ich glaube, im Reingehen war es dann der Professor. Ja. Ich möchte so eine Was-wäre-wenn-Episode, wo ihr das alles nochmal durchspielt, aber mit dem Doktor. Oh mein Gott. Ich glaube, der Doktor hat sich einfach den Typen da angeschlossen, den Therapeuten die ganze Zeit. Oh mein Gott. Weil ein Mechanikus, der hat ja schon irgendwie recht, ne? Oh. So. Mechanikus wäre voll durchgedreht. Oh, er ist ja jetzt schon auf 180, ey. Ich glaube, da wäre... Alter, Falter. Da wäre schon auch im Raum explodiert einfach. Nee. Oh. Lamour, Erik stellt Lamour den Vater und 43 vor die Nase. Did I ask? Diese Folgen. Lamour, was ist da eigentlich los? Willst du jetzt, guck mal, wir sind jetzt unter uns. Willst du uns nicht einfach mal was erzählen, was noch keiner weiß von Lamour. So erfährt ja keiner. Weißt du? Achso, weil, wir sind ja unter uns. Ja, wir sind unter uns. Erzähl mal irgendwas aus dem Nähkästchen. Wusstet ihr, dass Lamour aus Frankreich kommt? Ach, scheiße, ey. Jetzt kommt so eine Antwort wie, ich habe Charakterpläne. Das ist die Zukunft. Frag mich nie wieder was. Ich werde immer nur enttäuscht. Habe ich was erzählen kann, was nicht. Ja, irgendwas. Es muss ja kein krassen Fact sein. Es kann ja auch irgendwas was Simples sein. Was ist Lamours Lieblingsessen? Irgendwas muss man nicht. Frühstück. Frühstückt er gerne Croissants? Hasst er Croissants? Was ist sein Lieblingsfrühstück? Nur Kaffee also schwarz. Erzähl Baguette, was. Glaube ich nicht bisher vorkam. Und ich glaube auch nicht, dass es irgendwie groß Thema wird, aber irgendwie in meiner Hintergrundgeschichte, in dem, was ich mir in meinem Kopf für Lamour zusammengebastelt habe, ist, dass zum Beispiel seine Mutter eigentlich gar nicht aus Frankreich kommt. Also, dass sie... Oh mein Gott. Dam, dam, dam. Oh mein Gott. Also, dass sie... Er ist nur halb Franzose. Ich bin nur halb Franzose. Weißt du, wo sie herkommt? Also, in meinem Kopf ist sie aus Rumänien nach Paris gezogen. Ah, okay, krass. Das heißt, genau. Cool. Nur halb Franzose eigentlich. Und halb Rumäne. Ja. Aber cool. Interessant. Ja, aber also ich glaube nicht, dass es irgendwie Thema werden wird. Ja. Aber genau, also so in meinem Kopf ist halt sie gebürtig aus Rumänien. Und dann durch Umstände nach Paris gekommen. Okay, cool. Das heißt, wenn die nächste Supers-Folge ist, dann schreibt John Lamour, wo kommt eigentlich deine Mutter her? so einfach so. So random. Völlig random. Oh, was ich mich schon mal gefragt habe,
Kommt deine Mutter eigentlich aus Rumänien? Ja, genau. So als allererstes in der Folge. Herzlich willkommen. Als allererstes möchte ich mal Lamour schreiben. Genau. Sag, Lamour, du wirkst auf mich so wie so Halbrumäne. Mir ist erst aufgefallen. Warum redest du im Schlaf eigentlich Rumänisch? Genau. Oh, kann Lamour Rumänisch durch die Mutter? Nee. Okay. Hätte. Also vielleicht so einzelne Worte, aber... Ja, welche? Sag mal. Also zum Beispiel, der Jubetsk ist, ich liebe dich auf Rumänisch. Scheiße, er kennt sogar Worte, Mann, leck mich, ey. Boah. Ich hab vorbereitet. Ey, ich krieg die Grenze. Das gibt's ja nicht. Okay, ja. Ich mach einfach weiter, das wird zu doof mit dir. Oh. Verkündung von Clarissas Übernahme aufgrund Bellonas Verschwinden. Oh! Was war? Bei wer? Poki? Clarissa? Übernahme? Was für eine Übernahme? Amerika. Na, Bellona ist doch weg, ja. Und deswegen ist jetzt Poki die Anführerin. Okay, ich habe irgendwie gedacht, sie würde irgendwo übergeben oder sowas. Ich war gerade einen ganz, ganz anderen Rachter. Ja, ich bin gewundert, warum sie sich übergibt. Boah. Ja. Weil sie wieder mal Lamour sehen musste. Oh. Was habt ihr gemacht? Das war doch mal anders. Nein, am Anfang. Aber jetzt hat sie rausgefunden, dass er halb rumänisch ist. Oh mein Gott. Okay, dann tun sich ganz andere Gräben auf hier bei Clarissa. Holy shit. Das wäre die beste Erfindung für alle. Fuck off, Spray. Keep it jetzt away. Das würde Justice einsetzen, um uns alle loszuwerden. Um die Gruppe aufzulösen. er hat dieses Spray und dann einfach mal zwischendrin in die Luft. Und dann so in die Luft sprayen und dann so. Besser. Aber machen wir noch so viele idiotische Sachen? Eigentlich nicht, oder? Du vergisst, wie lange wir nicht gespielt haben und wie lange welche Dinge her sind. Also in-game ist die Sache mit Richard geht in das Schlafzimmer und macht was auf, ist, glaube ich, in-game ein paar recht. Tage her. Ja, okay. Ja, das stimmt allerdings. Scheiße, ein paar Wochen wahrscheinlich, aber, oder? Aber das, nee, Tage. Nee, es sind nur ein paar Tage. Ja, ja. Tage. In-game sind nur ein paar Tage vergangen. Oh, fuck. Ja, ja. Ich brauche einen Timeskip. Aber wir wissen ja auch, dass zu diesem Zeitpunkt ja nichts anderes passiert, Dummes, außer das halt. Also das ist ja nichts anderes passiert, sonst nur Richard hat sich da drauf angeschaut. Ja. Da sind wir uns alle einig. Oh, Richard. Nur wegen dir, dieses Meme. Ja, nur Richard. Oh, ja. Schade, dass du dich nicht hier bist und nicht äußern kannst. Ja, bei jedem, der nicht hier ist, gehen wir einfach davon aus, dass zugestimmt wird. Wir hätten so Tonschnipsel von Hide und Erik und Alex bereitlegen müssen, die wir einfach so einspielen. Ich stimme euch zu, ihr habt recht. Genau. Das ist 100% richtig. So ein ganz schlechter iVoice. Aber auch so zusammengeschnitten, weißt du, so aus verschiedenen Sachen. So. Das ist 100% richtig. Oh, also ein von Richard haben wir. Von? Ich bin nicht aggressiv, ich bin nur dominant. Genau. Ja, weitermachen wir. Was? Das ist eine Zustimmung, ja. Ja, genau. Wir müssen mal weitermachen. Das ist jetzt, wie du schon sagst, die Zustimmung. Mehr brauchen wir nicht. Professor, beim Frühstück nach dem Mortimer und Zahnacht? Wahrscheinlich wegen dem Zahn des Drachens. Drachenzahn. Ach so, oh Gott, jetzt, ja. Was passiert eigentlich gerade mit dem Drachenzahn? Den haben wir im Labor, ne? Na genau, wir sind ja jetzt zurück und wir können jetzt halt im Labor, wir mussten ja dieses Aggressionsbewältigungstraining also hinter uns ergehen lassen. Wir können jetzt im Labor mit den Zahn was machen. Ich habe jetzt schon keinen Bock auf die Scheiß. Auf das Battle Royale. Ich will jetzt einen Zahn und alles. Ich bleib im Labor. Drecksladen. Je länger ich drüber nachdenke. Mechanikus und der Professor haben sehr viel jetzt vor Battle Royale. Kommt drauf an, wie das läuft jetzt, wenn ich gleich mich beschwere, dass du aus der Akte nehmen. Ich glaube durchaus auch sein, dass es sehr ausartet, ja.
Ich glaube durchaus auch, wir könnten einige Einzelfolgen aufnehmen mit Zeug, was die Leute so vorhaben, wenn ihr ins Labor geht und sowas. Ja, wahrscheinlich. Aber ey, nee. Also wirklich, kommt drauf an jetzt, wie das wirklich abläuft, wie sie sich verhält, wie sie sich verhalten, wenn Mechanikus ins Büro geht und sagt, er will das aus seiner Akte gestrichen haben, dass das da nicht drin steht, dass er da drin ist. Bin sehr gespannt. Aber auch noch zu dem Meme, also ich habe das Gefühl, Justice fühlt sich so jeden Tag, wenn er mit uns interagieren muss. und Lamour fühlt sich auch nach jeder Nacht durchaus so. Aber siehst du, wenn daran sieht man, dass Mechanikus noch jung ist und nicht genug nicht genug weiß, wie das System funktioniert, wäre John das passiert, dass er sowas machen muss, dann hätte er sich einfach für alle Kurse einmal angemeldet, damit jeder Kurs bei ihm in der Akte steht. Und wenn da darauf angesprochen wird, ja, ich habe mir alle Kurse mal angeguckt. Ja, natürlich ist Mechanikus noch jung. Ja, meine ich ja. Du bist aber eigentlich auch so jung. Hör auf. Ja. Nee, ich bin deutlich älter. Quatsch. Mit Soße. Nein. Es wäre eigentlich so witzig, wenn Justice eigentlich so ein halbes Jahr jünger wäre als Mechanikus. Und nur die ganze Zeit, ja, so ich als Älterer. Du bist nicht älter. Naja, schauen wir mal weiter hier. Justice zu Strange Behavior. Disappointed, but not surprised. Ist das so? Justice, erklär mal. Ja, schon öfter. Man hofft ja doch immer aufs Beste. Und dann wird bei Diplomaten eingebrochen. Und es werden Labore explodiert. Und nur dazu zu sagen, das war mein eigenes Labor. Also ich darf ja mit meinem Zeug machen, was ich will. Also. Nein. Das ist meine Dimension. Meine Dimension. Dann darf ich meine Insel vernichten, wie ich möchte. Mit meinem 10 Meter langen Stock. Scheiße. Für sich diese Insel hat niemand anderen gehört. Nee, sicherlich nicht. Aber ich stell so geil vor, weißt du, was, wirklich einfach eine leere Insel. Aber es ist halt wie, kannst du mal unsere Erde halt so mit dem ganzen möglichen Staat und so weiter. Und jetzt sagen wir so, Herr Präsident, ja, die Insel ist weg. Wie, die Insel ist weg? Ja, so witzig, wenn wir irgendwann nach Asien zum Beispiel kommen. Und dann so eigentlich sollten sie auf dieser Insel übernachten. Wir hatten die extra für sie vorbereitet, eine luxuriöse Insel, aber die ist verschwunden. Könnten Sie da mal nachschauen, ja, woran das liegen könnte? Pass auf, alle stehen nebeneinander und alle Köpfe. Nee, pass auf, da steht nur ein Zettel ist hier geblieben. Auge um Auge, Insel um Insel. Das könnte jeder gewesen sein. Und der Doktor, also irgendwie kommt mir die Handschrift bekannt vor. Oh Gott. Oh, der ist gut, die hat schon kommen bekannt vorher. Oh mein Gott. Haben eigentlich der Doktor und der Professor andere Handschriften? Ich glaube nicht. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Na, wahrscheinlich ist es grundsätzlich die gleiche Handschrift, sieht aber ein bisschen anders aus, weil der Professor, der schreibt und der Doktor, der schreibt. Ja, wahrscheinlich. Man schreibt ja auch, wenn man etwas mehr in Eile ist, schreibt man ja anders, als wenn man entspannt. Ich glaube, ich würde sagen, dass wahrscheinlich, was der Professor schreibt, ist wahrscheinlich ein bisschen mehr so, mehr kursiv, sag ich mal, wegen schneller schreiben, so irgendwie. Also ein bisschen unsauberer, der Doktor schreibt langsamer und wahrscheinlich ordentlicher, würde ich vermuten. Ja, oder am besten. Herzchen als I-Punkte. Dann fragst du mal. Herzchen als I-Punkte. Das würde zum Doktor passen, ja. Schauen wir mal. Tina Murphy Genera. Nein! Oh mein Gott. Ja, Genera habe ich ja schon bekehrt jetzt. Es kommt die nächste dran. Was war es eigentlich das letzte, was wir von Genera gehört haben? Was war denn das? Ich weiß nicht, als Gruppe, also die Gruppe an sich, glaube ich. Nicht viel, außer von Murphy halt, ja, wir arbeiten da halt zusammen. Sie ist unterwegs, ne? So ist unterwegs. Ja. Aber selbst als Murphy, glaube ich, war das Letzte, was ich weiß, ist,
dass es ihr gut ging nach der letzten Aktion damit mit Hina und so weiter. Mhm. Also, dass sie sich davon erholt hat. Und ja, dass sie unterwegs ist irgendwie. Mehr weiß ich auch nicht. Ja, mal schauen, da wird bestimmt auch noch was passieren. Hey Bruder, wie ist die Lage in der Gruppe? Justice? Ich finde es aber schön, Steven, dass du direkt so ein Hey Bruder! Bruder! Wie ist die dritte Persönlichkeit? Wer ist das? Ich habe viele Persönlichkeiten. Das ist, das wir haben den Doktor, den Professor und den Abbrecher, oder? Das war gut. Oh. Wie geht's eigentlich deinem Bruder, Justice? So. Ja, soweit ich weiß, alles gut. Er ist ja gerade da ein bisschen am... Meinst du, er hat jetzt mehr Zeit oder was? Wo er nicht mehr... Wo das so ein bisschen auseinandergebrochen ist, seine Beziehung. Oder ja, ich würde jetzt nicht vermuten, dass er dadurch groß weniger Zeit hatte. Okay. Weil ich nicht glaube, dass sowas der Pflicht der Arbeitszeit einfach abgezwackt. Das ist für die Justice-Familie ist immer Arbeitszeit. 24 Stunden. Okay, okay. Mhm. Sein Beziehung mit Gloria ist auch Arbeitszeit. Mhm. Ja, okay, okay. Da immer Arbeitszeit ist, ging es nicht anders. Gut. 24 Stunden auf Bereitschaft. Hält er eigentlich die Beziehung zu jetzt noch aufrecht? Also oder ist das jetzt schon vorbei komplett? Weiß ich nicht, müsste ich ihn mal fragen. Ja, mach das mal. Ich dachte, du interessierst dich für das Seelenheil deines Bruders. Ein Mann nicht. Ja, aber wie immer, die ESG ist wichtiger. Okay. Ja, die ESG steht über allem. Was? Okay. Wenn dein Bruder auch so sieht. Kannst du schon, wenn es irgendwann mal ist, ESG oder dein Bruder, für was würde sich Justice entscheiden? Willst du das sagen oder bleibt das... Situationsabhängig, was genau gemeint ist mit Bruder oder... Ja, das kommt drauf an, das ist situationsabhängig. Für was würde sich Mechanicus entscheiden, Professor oder ESG? Also Stand jetzt weiß er nicht, für was er von der ESG überhaupt halten soll. Er hat okay, anders. Damit. Ja, okay. ESG oder Hectress? Für was? Ja, für was würde er sich im Zweifelsfall entscheiden? Ja, da brauche ich ein bisschen Baum am Szenario. Was meinst du mit... Darf ich dann Hectress nie wieder sehen oder muss ich sie aus meinen Gedanken löschen? Oder darf ich sie weiter bewundern oder darf ich was? Sie wird durch die manipulativen, du weißt natürlich, dass die ESG niemals manipulative Mittel einsetzen würde. Nein, natürlich nicht. Aber böse Stimmen behaupten, dass die ESG durch manipulative Wahrheitsverdrehung das Bild der Hectress in der Öffentlichkeit in den Ruin ziehen will, um sie als Komplizin von Injustice darzustellen. Okay. Ja, ganz klar, ESG, weil das ja eine Lüge ist. Machen die ja nicht. Sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Also, weil, da ich ja glaube, dass sie es nicht machen, wäre es ja Quatsch, da was anderes zu sagen. Aber das kann sich alles in der nächsten Folge ändern. Ja, ich sag mal, es wird spannend. Es wird spannend, was da passiert. Ich weiß selber noch nicht, was auf mich zukommt. Aber ist Everdeen und ESG. Wäre auch interessant. Ja, Everdeen ist ja nochmal so ein bisschen außerhalb irgendwie. So wie ich das verstanden habe, so wie Erik sie gespielt hat, ist sie ja schon pro ESG, aber zeigt schon ja Zuneigung zu Mechanicus. Pass auf, ja, du wolltest doch immer noch Vater haben. zu Mechanicus. So, und sagt ja auch, pass auf dich auf und sowas. Was so ein kleiner Hint war, fand ich, so, dass die so... Und ich stand jetzt, würde Mechanicus sie schon nochmal so ein bisschen anders sehen, aber sie wahrscheinlich schon konfrontieren wollen, wenn jetzt alles in seiner Welt zusammenbricht. So, was ist da los und so? Ja. Wild. Ich hab irgendwie Bock, aber auch gleichzeitig keinen Bock vor der nächsten Session. Das ist... das wird so schlimm. Naja, mal schauen, was auf uns zukommt. Hectress in Steens Avelanien. Oh mein Gott. Ich wusste es schon immer. Das wäre krass. Das wäre witzig. Das wäre krass. Sie wäre auf jeden Fall technologisch allem weit überlegen.
Das definitiv, ja. Nee, am Ende stellt sich raus, dass Avellanien nur ein MMO ist und wir sind NPCs. Mhm. Genau. Und die Hektus spielt. Oh mein Gott. Ja. Das ist dann irgendwann der Übergang zu Supers. Oh, Schluss, nee. wenn Erik einfach irgendwann so als Easter irgendwie, ja, ihr geht in die Stadt und ihr seht da gerade Werbung, das neueste MMO, Avellanien. Okay, das wäre lustig. Da muss Bakurilet und Bak... Was? Lamour, kannst du mir so mal vorlesen? Ich weiß es doch auch nicht. Lamour, so Bagurilet und Bagugak? Peut-être? Ich bin so verwirrt. Ich weiß, das soll irgendwas bedeuten, aber ich sehe es nicht. Als also dieses soll es als... Oh mein Gott. Ich überlege, ob es eine BDSM-Anspielung von wegen Augenbinde und Knebel. Ich hätte jetzt auch gedacht. Ja, da bin ich nicht so drin. Max, helf uns mal aus. Das ist, wie Lamour eigentlich aussieht. Boah, langweiler. Bei Vollmond. Bei Vollmond. Da wird er zum Werbfranzosen. Werde ich zum Werber der. Läuft er so durch die Gänge. Oh mein Gott. Boah, ist er wie ein Horrorfilm. Ey. Ja, wirklich. Heilige Scheiße. Das wird er uns demnächst sagen. Er setzt sich dann zusammen und sagt, ich muss euch etwas sagen. Ich bin ein Werbfranzose. Ich bin ein Verget. Verget. Wenn Vollmond ist, fasst nicht mein Baguette an. Egal, was ihr tut, ihr berührt es nicht. Oh mein Gott. Oh, okay. Oh Gott. Wellcoin. Von Wellington. Ja, sehr gut. Eines Bitcoin. Aber das ist dann eigentlich schon der Dogcoin, oder? Ja, so ein ja, Dudley Coin. Ja, der Dudley Coin. Ja. Der Dudcoin. 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 Oh. So und nicht anders. So und nicht anders. Und wie natürlich auch Dudley, hat auch der Dudcoin die Chance, halt auf einmal sehr groß oder sehr klein zu werden. Oh mein Gott. Oh. Ja. Smart. Gleich mal die Superkraft mit eingebaut. Sehr ja, gut. Erik, beim nächsten Mal möchte ich das als Werbespot irgendwo im Hintergrund. Erik ist nicht da, tut mir leid. Ja, aber er guckt das ja zuverlässig. Allwissende Auge des Spielleiters. Besser wäre es doch gewesen, wenn es von Erik gekommen wäre. So, ja. Ja, so plopp. Erik macht sich da ein. Ja. Der Bild so plopp. Ja, Philipp. Das passiert erst, wenn man dreimal den Namen sagt. Und sich ja beim Kreis dreht, oder? Ja. Nein, wir müssen einfach nur erwähnen, so, könnte bitte jemand ein Schiff beschreiben? Oh, wir bräuchten jemanden, der dieses Schiff beschreiben kann. Gibt es da irgendjemand? Und Erik sitzt gerade bei sich zu Hause, oh, warum habe ich auf einmal so eine Kopfschmerzen? Gibt es aber so Puff und so Schwefelgeruch? Ich wollte jemand ein Schiff beschrieben haben. Erik, es ist das Anti-Bote, Bote, Bote. Das Anti-Bote. Bote, Bote. Oh mein Gott. Ich habe jetzt Bilder im Kopf. Ay, machen wir mal weiter. Das ist schlimm. Nee, erzähl ruhig, welche Bilder hast du denn im Kopf? Was Richard, I'm a ninja. Mechanicus, no you're not. Did you see me do that? Do what exactly? Das also ich bin überzeugt. Ja, ich glaube auch. Richard ist jetzt ist ja. Ninja. Oh. Oder Cosplayer, man weiß es noch nicht. Ich cosplay jetzt. Boah, ich möchte mit euch mal die Intro-Folgen mal gucken. Nochmal. So richtig, auch richtig unangenehm. Nochmal zurück. Und dann so, mal so, oh mein Gott. Ja. Oh, schön. Holen Sie die unauffällige Limousine.
Gut, leiden Zeit. Sie werden nie wiederkommen. Ja. Ja, damals. Ich bin jetzt auf Diät. Vorher habe ich 8 Stück Pizza gegessen. Jetzt esse ich nur noch 3. Herr Professor Mechanikus manipulieren kann. Ey, so ist das nicht. Nein. Früher habe ich 8 Glas Gin getrunken. Heute trinke ich nur noch 3 Glas. Also, man muss sagen, was man will. Ich finde nicht, dass der Professor Mechanikus arg manipuliert. Also, Professor will schon für Mechanikus. Hallo? Das Gute! Nein, der Professor manipuliert mich überhaupt nicht. Ich bin Mechanikus. Korrekt, Mechanikus. Ich treffe freie Entscheidungen. Stimmt's, Professor? Ich bin ein Individuum mit meinen eigenen Entscheidungen. Oh mein Gott. Kam dann irgendwann raus, dass der Professor damals nicht mehr arbeiten durfte in Nordamerika, weil er Manipulationsversuche an Kindern vorgenommen hat. Oh. Darüber reden wir nicht. Gut. Das ist mit den Waisenkindern in Nordamerika. Aber Mechanikus wird die Wahrheit erfahren. Los, Herr Professor. Tja, weiß Mechanikus, was eigentlich alles Nutella so drin ist? Ach so, ja. Ja, jetzt langsam, ja, dämmert's. Mal gucken, wie nachhaltig es dämmern wird. Das wird ein interessantes Problem darstellen. Mechanikus stellt immer ein interessantes Problem dar. Hey! Mechanikus ist voll lieb und nett. Das ist kein Problem. Das ist quasi. Nächstes Meme. Hey! Oh! Man erzählt sich, dass die Bunnyboxen nun mehr im Rappen stehen. Oh mein Gott! Oh mein Gott, der ist gut, der ist fucking gut, holy shit. Ich muss sagen, ich bin überrascht, dass der Wortwitz mit Rampenlicht bei uns nicht vorkam in der Folge. Also, ja. Das stimmt allerdings. Das ist doch klar, dass sowas bei uns nicht vorkommt, weil wir stehen ja auf so eine Art Witze nicht. Ja. Ich finde es auch überhaupt nicht lustig. Einmal weitermachen. Wir müssen nicht ich muss auch sagen, das Meme wird noch besser dadurch, dass der Text auch in so einer Rampenschräge geschrieben ist. Das ist. Mua. Das ist das, was den Bullywuchs für immer verwehrt hat. So auch die Anti-Rampen-Reklame bei den Bullywuchsen extra schräg gemacht, um sie einfach noch mehr zu dissen. Oh, ja, weg war, die Bullywuchs haben ihr Dorf wieder aufgebaut, haben die Häuser noch höher gemacht. Wir brauchen noch höhere Häuser. Oh Scheiße. Ich mach weiter. Oh Gott. Niklas Lieblingspflanze. Schildförmiges Fußball. Es ist selbst in den Memes angekommen. Niklas, sag mal was dazu. Ihr seid solche Schweine. Auf meinem Stream bis hier hingekommen. Das ist so bodenlos. So, ich block euch alle weg. Ey. Oh mein Gott, ey. Max, du wirst keine Sprechzeit mehr beim Stream bekommen. Das Einzige war ich doch gar nicht. Ja, doch, du hast aber verbreitet. Nein, das ist Quatsch. Das Einzige, was wir noch hinbekommen müssen, Niklas, ist, dass bei dir im Stream dein AI-Bot auch noch damit anfängt. Ja. Oh mein Gott! Nächster, stimmt. Challenge accepted. Oh nein. Ich mach weiter, das ist... Oh Gott. Dudley, in Freiheit liegt. Richard in Freiheit lebt mit anderen Hunden. Oh mein Gott. Das stellt Richard voll als den Bösewicht dar. Voll traurig. Ja. Oh mein Gott. Ich glaube, das macht der Richard. Und mit dem Grinsen auch dabei. Du gehörst zu mir, Dudley. Sei glücklich. Sei ein glücklicher Hund. Ein musst du Richard noch in einem seiner Hände so in der Fleischwurst halten. Eine Fleischwurst. Ja, genau. Nee, er ist die Fleischwurst, siehst du? Da, das ist... Richard ist jetzt die Fleischwurst. Ich, Dudley, ich bin jetzt die Fleischwurst.
Wir machen mal weiter. Professor Glory, das Fortschritt des Taschenlabors der ESG. Ausgezahlt, Justice. Nein, du wirst sofort sowas nicht mehr. Ein guter geben wir es Actress. Oh. Oh. Ist, ja, war das so? Mach ihn vorsichtig. War das so? Ist das so passiert? Aber das Ding ist halt, ich bring. Nein, das ist nicht. Ich habe das Taschenlabor ja noch. Noch. Ja, aber nicht noch gesagt. Da, nee, da steht ja nicht ein Taschenlabor, sondern das fortschrittlichste Taschenlabor. Also mir wurde gesagt, es ist das fortschrittlichste Taschenlabor, das existiert. Ja, okay. Wurde dir gesagt, ja. Es wurde dir gesagt. Verdammt. Ich hätte es mal prüfen sollen. Ihr glaubt doch alles. Nachgoogeln. Ist mein Taschenlabor das fortschrittlichste? Muggeln. Ja, aber das hat ja Hackquist dann auch schon gefaked. Wahrscheinlich, ja. Professor Clarissas Auge. Ich will eine Probe. Wenn Sie nicht eine Nadel in die Erde wollen, lassen Sie das. Mhm. Was haben Sie gesagt, Professor? Ach, schön. Ich wollte doch nur eine kleine Probe, also wirklich. Ich beschütze die Professorin in diesem Fall. Das stimmt. Hast du gerade gesagt, in diesem Fall? Ja, nächstes Meme. Ich erinnere mich in so einen Helikopter. Ich kann mich nicht erinnern. Mechanikus 10 war. Ich war so kurz vor Jack da. Wirklich nur so kurz. Egal, erstmal Mechanikpause. Wo war das? Wo war denn das? Wachen? War Jack da wirklich nur so kurz? Egal, erstmal Mechanik. War das auf der Insel mit den Pflanzen irgendwo? Mit den Adlern, wo wir den Berg hoch sind? Ja, das? Irgendwie sowas, ja. Ich glaube schon, könnte sein. Das kann sein. Ja. Was da aufbezogen ist? Wahrscheinlich das. Oder? Ja, kann sein. Waren da Wachen? Ja, ne. Doch, da oben waren, glaube ich, Wachen. Ihr seid doch den Berg hochgerannt und Jack hat sich einfach teleportiert oder sowas. Mhm. Ja. Ja, kann sein. Erklärt uns bitte. Sind wir auf dem richtigen Dampfer? Haben wir noch Erinnerungen oder sind wir einfach so blöd, wie wir sind? Ja. Also das sind wir so oder so, aber ja. Glory bei der Pressekonferenz. Lamour, Sie haben die Leute sehr gut beschützt in den Kampf gegen die Spinne. Sehr gut. Ja, mehr muss man so nicht sagen. Ja. Spricht für sich. Glory, Jum, weißt du meinen Schatz? Natürlich! Geil. Ach, aber obwohl Glory müsste das Jum ja eigentlich gewöhnt sein. Ja. Die Frage ist aber, Jumt jeder in einem anderen Jum-Ton? Ja, es ist immer ganz leichte andere Frequenz. Oh. Nach was richtet sich das? Nach der Frequenz des Herzens oder der Seele? Oder nach der Kraft? Wenn wir nach der Seele gehen, wäre es ja bei Jack so ein Wumm. Das war doch quasi nicht eher der Doktor gerade. Wumm. Auch wieder mal. Mein Doktor wäre sein Wumm. Bei Lamour wäre es ein Johom. Slay. Ey, den Lamour haben wir auch schon lange irgendwie nicht mehr gesehen. Was ist, wo ist der gerade? Ja, überall Südamerika ihn sehr verändert. Und dann auch Afrika. Und generell, irgendwie hat ihn alles sehr traumatisiert. Wo ist der Party-Lamour von früher? Der Party-Lamour, tja. Das zuletzt Mal haben wir Party-Lamour erlebt, noch vor der Brennnessel. Ja, wir brauchen wieder Party-Lamour. Mach mal Party. Bernd, mein Party-Partner. Ja. Bernd ist weg. Pamur. Wir brauchen Pamur. Bitte, gib uns Pamur, Felix. Pamur. Ja? Schreibe ich mir auf. Sehr gut. Aber erst muss ich Jack bitten, dass er mich zu Bernd teleportiert. Ja. Machen wir. Professor Jack Michalikus. Oh mein Gott, das passt super. Das stimmt allerdings. Holy shit. Das passt wirklich gut. Das ist gut, ja. Ist wieder für gemacht. Mechanikus ist einfach nur froh, dass er da ist. Der Professor macht Professor-Sachen. Jack denkt sich, oh, warum bin ich überhaupt mit ihm zusammen? Und Justice, oh, können wir endlich ankommen? Bitte.
Ich könnte den Antrieb von dem Auto noch viel besser machen, wirklich. Ich würde einen Dieselantrieb hinten dran machen. Könnte nicht einfach normal sein. Geil. Ja, schön. Das fühle ich. Levi vor der Abenteuer-Gilde. Today I will do absolutely nothing. Hey. ist ein hartes Leben. Ja. Ja. Außerdem ist er voll fleißig. Also auch schon vorher. Er muss halt. Das ist anstrengend zu lernen, wie man ein Königreich anführt. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja, das natürlich. Ist richtig, das ist richtig. Was man da alles lernen muss. Das können sich die einfachen Bauern nicht vorstellen. Nein, das ist korrekt. Ja. Das ist wohl korrekt. Deswegen machen wir auch Witze, weil wir gar nicht begreifen. Ja. Wisst ihr eigentlich, wie anstrengend es ist, wenn dein Bett so riesig ist, dass du morgens erstmal eine Minute brauchst, um dich rauszuholen? Ja, die wird schlecht. So oft musst du dich rollen. Ja, das ist. Ja, und wie lange es dauert, allein halt einfach nur von seinem Bett denn raus aus seinem Raum zu gehen. Das ist ja ein kilometer großer Raum, ne? Das dauert ja eine Weile. Und er bekommt super wenig Schlaf. Wenn er nachts auf Toilette muss, dann muss er sich erstmal aus dem Bett rausrollen. Das dauert eine Weile, muss dann erstmal ein Stück zur Toilette und dann muss er sich wieder reinrollen und dann ist man natürlich erstmal wieder wach. Ja, und wisst ihr, darauf kommt auch der Spruch von der Morgenübelkeit, die das normale Volk so benutzt. Das ist eigentlich daher, vom vielen Rollen aus großen Betten. Aus des großen Adels. Betten, ja. Das ist eigentlich aus den Adels. Ja. Satteln Sie bitte die Pferde, ich muss vom Westflügel zum Ostflügel des Bettes. Das finde ich gut. So und nicht anders. Richards Erfindung. Die Rauchfiltermaske. Aber das ist nicht etikettiert, die Maske. Stimmt. Das ist etikettiert. Vielleicht war das die Vorerfindung. Ah, das kann sein. Ja. Hat sich auch irgendwie nicht so durchgesetzt, glaube ich. Ich habe die bis jetzt noch nicht so gesehen. Doch, habt ihr? Okay. Desire nach dem Untergrundmarkt. Am I drunk? Yeah, sure. Desire hat aber ihren Wurf damals geschafft. Also von daher, sie war ja da gar nicht. Desire. Ich meine, ist das Kreuz noch auf dem Blatt drauf? Ist gar nicht so schlecht. Richtig. Ja, man muss sehen, was man kriegen kann. Der neue Merch von Niklas. Mach den Scheiß doch ohne mich. Also Niklas, ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll. Willst du mal erklären irgendwie? Ja, ich verstehe mich auch nicht. Ich streame nie wieder. Ihr habt es soweit, ihr habt es geschafft, ist ja gut. Oder ich mache das, wie gestern der Stream gesagt hat, such dir neue Freunde. Das mache ich. Such mir einfach neue Freunde. Als würdest du nochmal neue Freunde finden. Selbst wenn ich keine Freunde habe, wären das bessere Freunde. Hat er recht. Oh. Also wir würden ja auch deinen neuen Freunden dann mitteilen, was das damit auf sich hat. Oh, scheiße. Das bräuchten wir gar nicht. Irgendwann Platz. Ja, wir würden rausfinden, wer dein neuen Freund ist und würden dann ihn zufällig begegnen und dann... Ne, so Konversationen betreiben und dann so, ach, ihr kennt Niklas. Okay, aber er hat euch auch bestimmt direkt über seinen Fußfetisch erzählt, ne? Da kann er eigentlich nie die Klappe drüber halten. Haben die sich kennengelernt? Wahrscheinlich, ja. Ach, Niklas, ein bisschen tust du mir leid. Aber nur ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Es macht halt auch Spaß. Ich verstehe. Und ich finde, das ist auch okay. Wenn es auf deine Kosten geht, dann ist es ja, okay. Ja, 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 super, danke. Der neue Alkoholfilter testet bei Lamour. Hat jemand den da? Den könnte ich gerade gut gebrauchen. Lamour, erzähl uns bitte mal, wie gut ist denn dieser Alkoholfilter? Ja, das war ja ein Prototyp von Richard, nachdem sein Alkoholfilter, sein Zigarettenfilter sich nicht durchsetzen konnte. Ja, hat er den probiert. Wir testen noch. Das seht ihr gerade nicht, aber ist quasi offscreen. Jetzt, wenn wir im Wellington Tower sind, testen wir den. Und gucken, ob mein Drang nach Gin nachlässt mit der Zeit. Er fragt aber, und funktioniert der Filter? Nein. Okay, sehr gut. Ich hab eine Frage. Wohnen wir jetzt nicht alle im Wellington Tower außer Justice? War da nicht irgendwas? Hat er nicht eine ganze Ebene für uns gemacht? Ich bin mir nicht sicher, ob Jack
da wohnen würde. Wir haben theoretisch den Bunker ja eigentlich noch, aber ja, irgendwie sind wir jetzt auch alle bei Richard im Reagan Tower eingezogen. Ja, ne? Wir sind, also, irgendjemand ist, glaube ich, irgendjemand ist nicht mit eingezogen, aber... Justice nicht, ja. Justice hat jetzt seine eigene Bude eigentlich, ja, oder? Im ESG-Gebäude. Im ESG-Gebäude, ja. Na gut, ich theoretisch auch, aber ich glaube, ich hatte irgendwann gesagt, ob ich da wirklich auch mit einziehen kann. Ja, genau, ja, deswegen. Ja, cool. Ja. Nice. I'm gonna troll you so hard. Hack just joined the professor. Das wird so bitter, ey, wenn die wirklich denn da. Oh mein Gott, das wird fantastisch. Vielleicht ist sie als Special Guest in Battle Royale ja schon da. Die wird, ich bin mir sehr sicher, die wird bei Battle Royale da sein. Aber sie wird das nur moderieren, ne? Glaubt ihr, sie spielt mit? Also sie, oh, das wäre gut, wenn sie es moderiert. Ich fühle sie irgendwie mehr so als Moderator-Teil. Weißt du, die Technik hat, vielleicht die Übertragungen und sowas koordiniert. So, vielleicht in die Richtung. Okay. Und natürlich würde ich durchsagen so, und da ist der Professor, weil wir nichts hinbekommen. Halt die Schnauze! Ja. Oder dass sie eben auch damit beteiligt ist, das Battlefield sozusagen zu verändern. Dass aller halbe Stunde oder sowas, das sich ändert von, wir sind in einer Wüste, wir sind im Urwald und müssen, also dass sich auch da unser Kampfplatz ändert und dass sie dafür verantwortlich ist. Wenn es auf technischer Ebene, dass dann so eine andere, so die der Boden wegsackt und was Neues kommt und so. Mhm. Ah, okay, ja, krass. Ja. Oh mein Gott, wenn sie die Preise überreichen würde. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mechanikus, wir arbeiten doch zusammen, oder? Mechanikus, warum starrst du mich so komisch an? Ich muss Erster sein. Erster. Handgranaten. Mehr Bomben. Rennt so lang und überall bumm, 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 bumm. Oh, geil. Googelt vorher. Herstellung Senfgas. Boah. Holy shit. Die Niva was? Wir machen weiter. Das wird mir zu wild hier. Showtime Movement Forever. Oh. Oh je. Showtime. Showtime. Steven macht nicht mit, okay. Sure. Okay. Was? Ich hab doch gesagt, was? Ja, jetzt ist es zu spät. Justice Glory ist die netteste Person der Welt. Yay! Yeah! Spieler, sie ist die schlechteste Person der Welt. Yay! Yeah! Ah. Guter Mechanikus. Ey, Mechanikus ist kein Hund. Nee. Er ist ein eigenständig denkendes Lebewesen. Das ist vollkommen korrekt. Lass dir nichts anderes reden, Mechanikus. Ich lass mir nichts anreden. Lass dir nichts anreden. Einreden. So, ich hab Anreden verstanden. Fleischwurst? Hier ist ein leckerlicher Mechanikus. Fleischwurst? Ich nehme nur Fleischwurst, habe ich von Dudley gelernt. Jack zu Lamour. Wir spielen ein Spiel, was du nie gewinnen kannst. Schau das hier. Siehst du das? Da darfst du nicht reingucken und du hast verloren. Wie ein Nobody. Wie ein Nobody. Ja, Jack könnte sich ja immer teleportieren, sodass man gerade reinguckt. Das ist ja. Einfach die Augen geschlossen halten. Nein, ich sehe nichts. Ja. Nein. Ja, das ist, ich glaube, die einzige Möglichkeit. Justice Mechanikus. Und by the way, keine Karten mehr. Der Keller ist nah? Ich check's nicht. Der Keller ist nah? Warum der Keller ist nah? Justice? Hatte ich nicht mal Mechanikus irgendwie gesagt, keine Dingenskarten mehr, keine Superheldenkarten mehr? Keine Autogrammkarten mehr. Ja. Irgendwas hatte ich so. Oh mein Gott, jetzt verstehe ich auch, der Keller ist nah, weil wir doch Jokes gemacht haben, dass Mechanikus die Superhelden im Keller im Keller hat. Jetzt check ich das. Oh ja, weil er so frustriert ist, dass er keine Karten mehr haben darf, ist er zusammengebrochen, hat einen Nervenzusammenbruch und sammelt stattdessen jetzt die Superhelden. Du hast das nicht gesagt, dass ich die Superhelden nicht sammeln darf. Genau. Wenn ich die Karten nicht haben kann, dann muss ich die Superhelden haben.
Dann können sie mir Karten machen, sobald ich wieder Karten haben darf. Und dann können sie wieder freilassen. Dann bin ich nicht böse. Ja, das ist die gute Idee. Und wir Belohner irgendwann bei Mechanikus im Keller. Sie macht so auch so Mechanik. Okay. Chloe, wir haben ein Problem. Es ist wieder passiert. Genau, es ist wieder passiert. Mechanikus bekommt so alle halben Jahre so eine Gehirnwäsche, also Sachen wieder vergisst, die er gemacht hat. Wir haben es wieder übertrieben mit Mechanikus. Oh mein Gott. Oh, so schön, gut. Wenn man Mechanikus die ganze Zeit so das Gefühl mitschwingt, so, er ist so kurz davor zu turnen. Oh, das wird nie passen. Wie bei Shutter Island mit Mechanikus, ja? Das wird nie passen. Nein, ja. Nein. Also, und das ist jetzt seine letzte Chance. Boah. Boah, das wäre übel. Nee, ist es aber nicht. Alles gut, ist alles fein. Soweit du weißt. Der Keller ist clean. Ja, soweit ich weiß. Ja, stimmt. True, true. Boah, das wäre mies, wenn Erik das so einbauen würde. Tja, Mechanikus, das ist dein wahres Ich. Du wusstest davon nur nichts, weil du manipuliert worden bist und deine Erinnerungen verändert. Boah. Jedes Mal danach wird dein Gedächtnis gelöscht, wenn du vergisst. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Deswegen hat er so ein Heldensyndrom, weil er das irgendwie kompensieren will. Weißt du, weil er dann ein schlechtes Gewissen irgendwie hat, er weiß nicht, wo es herkommt und will deswegen unbedingt Held werden und unbedingt was Gutes tun. Oh mein Gott. Das würde alles Sinn ergeben. Es macht mir etwas Angst. Ja. Erik, guck bitte diese Meme-Folge nicht. Suche Abenteuerengruppe. Smash Behavior, Pansky. Pansky! Wo ist Pansky? Super Heldengruppe zum Mitreisen gesucht. Ja, geil. Ach, der alte Peter. Der alte Peter Pansky. Der Peter Pansky. Jack an einen sicheren Ort also. MVP. Pum. Ach so. Oh, ja, okay. Ach, MVP. Ja, so ist das. Jack, ja, das ist halt der Teleportkraft, ist halt so stark, ne? Eigentlich auch, weil wir halt überall das Leute komplett, sehen können. Komplett broken, ja. Nail, I'm coming for you. Ja, Nail. Weiß nicht, der eine Bruder von Dings, von den Geschwistern hier? Ja. Ach, der den ich. Der verschwunden ist, ja. Ja. Oh, ja. Ja, das würde mich Story interessieren. Scheiß drauf. Hauptsache Hectus. Hauptstory hatten wir? Das ist egal. Hectus. Ja. Oh, schön. Why are you so quiet? What's on your mind? Nom nom. Desires meine Freundin. Desires meine Freundin. Desires meine Freundin. Die ist ja auch meine Freundin. Also, stimmt nicht ganz. Es müsste doch zwischen Desires meine Freundin noch eigentlich stehen, so, wo ist das nächste Essen? Ja. Nee, das ist Instinkt, da brauche ich Denken nicht. Ach so. Oh, ja, gut, das erklärt das einiges. Ist, ja. So Trüffelschwein-Instinkt. Bist du auch so, man sagt ja, wenn man so kurz vorm Verdursten ist, kann man als Mensch Wasser riechen. Und es kann Nom Nom das quasi immer mit Essen, überall. Ja. So. Ich weiß immer, wo Essen ist. Das. Stark. Ja. So, das letzte. Der Schal von Herrn Wellington. Geil. Ja. Früher einmal. So würde Herr Wellington auch ohne Schnurrbart aussehen. Oh mein Gott. Herr Wellington hat sich einfach mal rasiert. Ja, bei manchen Männern ist das wirklich so, ne? Einmal rasiert und dann auf einmal, das sieht ganz anders aus. So eine Folge, wo wir denken, dass jemand in den Wellington Tower eingebrochen ist und wir ihn angreifen und er so, nein, hab mich nur rasiert. Hör auf. Geil. Aber das war bevor wir ihn kennengelernt haben, da war er sicherlich so. Also da hat er sicherlich so einen Schal gehabt. Ja. Oder einen, der mindestens so viel wert ist. Ja, das sieht man auch hier nicht, das sind nicht einfach nur 100 Dollar, das sind 100 Millionen Dollar. Ja, natürlich, das steht hinten drauf, die Millionen. Die haben auch nicht mehr aufgepasst, weil halt Millionen. Ne?
Ja. Hier noch nie einen 100-Millionen-Schein in der Hand gehabt, oder was? Warte, ich habe ja schon mal einen 50-Milliarden-Schein in der Hand. Okay, okay, hm. Wer nicht übertreiben muss. Sorry. Oder waren es 50 Milliarden? Auf jeden Fall sowas von der ne, Hyperinflation. Ja, okay, habe ich so einen Schein da. Den habe ich so da. Den habe ich da. Okay, okay. Kannst ja irgendwann, mal zeigen. Wenn du noch weißt, wo ist. Ja, okay, so. Ja, bestimmt. Das mache ich ganz bestimmt. Ist so noch, nicht. Ist noch gar nicht so lange her, dass ich den gesehen habe. Ja, fürs nächste Mal, weil wir sind auch am Ende angelangt für die heutige Memes-Folge. Und, wir sind am Ende. Wir sind am Ende. Wir sind am Ende, ja. Das war sehr schön auf jeden Fall wieder. Es war wieder sehr, sehr lustig, ja. Vielen lieben Dank für die ganzen tollen Memes wieder. Ihr macht das großartig. Immer mehr leider. Wir wollen immer weiter. Und ja, deswegen, also vielen lieben Dank für die ganze Arbeit, die da immer reinsteckt. Und ja, es tut uns leid, wenn wir immer ein bisschen brauchen bis mit den ganzen Meme-Folgen. Was? Wir? Niemals. Nein. Wir sind noch total aktuell und schnell genau. Und so. Deswegen haben wir auch ganz viele Folgen haben. Noch im Vorrat und sowas. Ja, genau. Die haben wir auch erst gestern bekommen, die Memes und so. Ja, ja. Die sind quasi noch nicht mal angekommen bei uns per Mail und schon haben wir die bearbeitet. Schon haben wir sie da, genau. Das ist richtig. Wir haben nämlich gerade eine Stunde da gesessen und haben die Memes erstellt, die ihr uns schicken werdet. So nämlich. So schnell sind wir. So ein Zeitreisedilemma. Ja. Okay, ihr habt jetzt ein bisschen Zeit darüber nachzudenken, weil wir verabschieden uns. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, Abend oder Nacht. War das richtig? Ja, und nicht vergessen, frohe Ostern, frohe Weihnachten, Happy Hanukkah. Genau, genau. Alles Gute zum Geburtstag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!